Ja, hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zur nächsten Runde Spellbrigade. Geil gedenglischt, oder? Ja, wir machen hier weiter und wir gehen einmal auf Hardcore. Es kann jetzt der übelste Flug nach hinten werden, aber wir versuchen es trotzdem. Wir schnappen uns den Sonnenimpuls, nehmen dafür hier ne, den Supernova-Sonnenmagier und sagen Attacke. Und mal gucken, ob es irgendjemanden gibt, der sich hier hinstellt und mitmacht. Ob es irgendjemanden gibt, der mutig genug ist, hier in Hardcore reinzuhüpfen, weil Hardcore ist wirklich Hardcore. Oder ob wir hier gleich komplett verzweifelt alleine da stehen. Weil ich glaube nicht, dass die Leute schon Hardcore freigeschaltet haben. Wenn, dann geht es auch schwer rein. Aber das ist jetzt Risiko. Das ist jetzt absolutes Risiko. Das Ding kann voll nach hinten losgehen. Ja, oder aber dementsprechend richtig gut werden. Das sehen wir dann aber. Schauen wir uns mal an, was passiert. Na, Lobby wird gesucht. Das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Warum spielt keiner das Spiel auf Hardcore? Verstehe ich nicht. Okay. So, direkt ein Level abgesnackt hier. Direkt ein Level abgesnackt und direkt Sonnenimpuls. Weil jetzt müssen wir gucken, dass Erfahrungspunkte rankommen. Die halten natürlich ein bisschen mehr aus, die Viecher hier. Wir sollten es auch nicht allzu häufig treffen lassen, sonst gehen uns gleich die Lampen aus, aber ganz schnell. Was ist jetzt aktuell eher so ein bisschen... Oh, Alter, 300 Damage. Oi, 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 oi. So, hier, Abklingzeit Reduction. Also von denen sollten wir uns wirklich nicht allzu häufig treffen lassen. Das ist ja widerlich, ist das ja schon. Und die halten aus, nicht schlecht. Ist das mies. Ey, gib mir bloß Damage, gib mir bloß Damage. Ja, her damit, ne? Zauberschaden nach oben. Also sonst haben, oh Gott. Sonst haben wir gleich ein richtiges Problem. Ja. Wir haben zum Glück Mana-Rack, Mana-Rack Lebensregeneration, dass wir unser Leben wieder auf Vordermann bringen. Weil das ist ja absolut 10 von 10 widerlich. Und da holen wir uns direkt nochmal 2 Erfahrungsdrops. Hier ist auch noch so ein Bonchi. Und hier auch. Jetzt hoffen wir, dass wir nochmal schnell ein Level abkriegen. Und dass wir Damage. Ja, der hat eben von mir aus Abklingzeit. Abklingzeit ist auch gut, dann greifen wir doch schneller an. Das heißt, unser Counter unten, der tickt auch schneller runter dann. Was ja für unser Vorhaben hier gar nicht mal so verkehrt ist. Ist auch Selbstmord, alleine in Hardcore reinzugehen, glaube ich. Aber hey, was soll's. Versucht die halt ein bisschen mehr zusammenzuziehen, damit wir schnell Erfahrungspunkte generieren. So, was haben wir denn? Rüstung, Erfahrungsgewinn oder Größe? Wir nehmen die Größe mit. Oh, ich krieg gerade einen Krampf im Finger, ist ja widerlich. Oh. Neue Zielsetzung, was haben wir? Schließt die Opferung ab. Natürlich. Nichts lieber als das. Wo ist sie denn? Eieieiei. Oh, der knutscht mich hier gleich. Oh, hier, Erfahrungsgewinn erhöhen. Die mich einmal treffen, ist dunkel. So, nein, oh Gott, da kommt noch einer. Erfahrungsgewinn 21%. Tschüss. So, jetzt müssen wir, aua, jetzt müssen wir gucken, dass wir die irgendwo reingezogen kriegen. Wir haben noch 2 Leben zur Verfügung. Aber ich will diese Mission schaffen. Ich will diese Mission schaffen. Hier, bam, sowas kriegen wir. Bitte gib mir Eis, 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 Eis. Feuer oder Eis? Eis.
Oh, geschafft. Gott sei es gedankt. So, Ziel erfüllt. Wir zerzischen uns hier direkt. Was kriegen wir? Das ist ein normales Level-Up. Können wir eine neue Auswahl reinklatschen. Und wir erhöhen erstmal den Zauberschaden hier. Was kriegen wir jetzt? So, allein ist weniger Schaden, wenn sich Feinde in deinem... Ja, dann hier. Wenn wir dann weniger Schaden kriegen, das ist schon mal richtig und wichtig. Oh Gott. Jetzt kommen noch die Feuerdinger. Oh Gott, da habe ich ja Bock drauf. So, tickern mal ein paar Gegner durch. Ai. Die gehen ja spazieren mit uns wie alles andere gerade. Aber wir haben Bock drauf. Wir lassen uns ein bisschen systematisch über die Karte schieben. Ich will mich auch ungern treffen lassen. Das macht Aua. So, Sonnenimpuls, Abklingzeitenreduktion, her damit. Bam, oh, lecker. Hm, Erfahrungspunkte. Wieso musste ich das auch auf Hardcore stellen, wenn keiner mit mir mitspielt? Oh mein Gott. Juhu. Kettenreaktion. Oh, sehr schön. Gleich Level up gesaved. Grundschaden erhöhen, wichtig. Nice. Also die Feuerdinger, die mit auf uns feuern, das ist nicht schön. Das ist absolut gar nicht schön. Jetzt kommt auch noch ein Heiler dazu. Ich glaub's ja wohl nicht. Kommt hier irgendwo außen rum? Glock, 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 glock. Versuchen wir es mal außenrum, mal gucken. Ei, ei, ei. Oh, knappe Nummer. Ich will doch noch das Lebensfläschchen da unten haben. Wo ist es denn? Wo ist das Lebensfläschchen hin? Da ist das Lebensfläschchen. Meins? Aha. Hui. Entschuldigen Sie, haben Sie nochmal Feuer oder sowas? Oh. Naja, zumindest etwas. Und ein Level-Up. Ja, ja, ja. Wir nehmen Tatsache die Nekrowirbel. Die knallen jetzt bei ihm rein. Machen random Schaden. Oh, das knallt jetzt richtig. Das malst du dir nicht aus, Alter. Das malst du dir nicht aus. Oh, Level Up. Hier, Abklingzeiten-Reduction. Wir sind alleine, feuerfrei. So, und jetzt haben wir hier auf jeden Fall erstmal wieder Full Life. Das ist schon mal gut. Auch wenn ich sagen muss, dass wir uns langsam richtig auf den Kanister gehen hier. Abklingzeiten-Reduction. Neue Zielsetzung. Na klar, wo ist die Krabbe? Da unten ist die Krabbe. Kriegen die platt? Eieieiei, doch nicht bei uns eigenen Ding rein. Raus da, raus da, raus da. Uff. Oh Gott. Verdammt. Wir müssen an die Krabbe irgendwie ran. Ah, das Abklingzeit 18% ist schon mal in Ordnung. Aber ich will irgendwie an die Krabbe ran. Wir haben noch 1 Minute 16, um die olle Krabbe zu erledigen. Die ja hier unten irgendwo auch rumgaunert. Das wäre schon nicer, dicer, wenn wir die platt kriegen würden. Da ist sie. So, hin da, rauf da. So, Ziel erfüllt, schnell weg hier. Was kriegen wir denn?
So, je weniger Lebenspunkte wir haben, desto größer ist der Zauberbereich ja damit. Das macht hier schon wiederum Sinn. Was keinen Sinn macht, ist, dass ich hier unten in die Ecke reinrenne. Absolut nicht. Lebensregeneration um 2 erhöhen. Und dann beten, dass wir sie so lange verlangsamen, dass wir hier rauskommen. So, den nehmen wir mal mit. Und dann sehen wir mal zu, dass wir hier irgendwie rauskommen aus der Nummer. Weil aktuell gehen sie mit uns spazieren. Das muss sich dringendst ändern. Ich meine, ja, wir haben natürlich einen Bonus drauf auf Erfahrungspunkte. Aber das ist ja kein Garant dafür, dass wir die auch permanent kriegen. Ihr seht ja, was hier los ist. Ich sehe dümmerweise die Feuerbälle nicht. Oh, jetzt aber. Schöne Kettenreaktion. Schöne Kettenreaktion. Hier. Gleich das nächste Level ab hinterher. Bam, Nekrowirbelschaden. Wir latschen hier unten mal lang. Wäre natürlich gut, wenn wir den Nekrowirbel irgendwie so weit kriegen, dass er uns Feuer hinterlässt. Und die Gegner ein bisschen anzündet. Das wäre 10 von 10. Oder Blitze macht von mir aus. Hauptsache irgendetwas. Oh Gott, da renne ich, ich wollte gerade sagen, da renne ich voll rein. Oh, den Gegner da doch weg, danke. So, was kriegen wir? Oh, jedes Mal mit Level ab 50 Leben. Das brauchen wir. Ja, jetzt sterben wir. Das macht aber nichts. Wir verdünnisieren uns hier hinten lang. Und sehen mal zu, dass wir noch irgendwie an Erfahrungspunkte ein bisschen rankommen. Ach, Memo und mich, mach das nicht wieder alleine. Ja, nun hängen wir drin in der Nummer. Nun ist so, nun kommen wir nicht mehr raus hier. Macht aber nichts, wir bleiben standhaft. Komm schon. No, da hat schon mal Level abgehagelt. Ja, Basisabklingzeiten, ging nicht anders. Bam! Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie sehr ich mich jetzt über so einen Einheitenmagnet freuen würde, ne? So ein Einheitenmagnet. Erfahrungspunkte-Magnet. Ja, manchmal sind es die kleinen Dinge, die einen glücklich machen. Naja, aber wir haben ja noch ein Leben. Oh Gott. Oh Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Das werden wir anscheinend auch gleich brauchen. Komm, sammel doch nochmal ein paar Pilze. Ja, natürlich. Eieiei, hier Zauberschaden erhöhen. Mehr damit. Oh Gott. Ich hab nicht mal einen Pilz. Wie sollen wir das denn schaffen? Na, wir bleiben standhaft. Wir lassen uns hier nicht unterkriegen. Aufgeben ist keine Option. Wir haben 3 Pilze von 19. Da, wo die 3 herkommen, da sind noch mehr. So, hier 4. 5. 6. Oh Gott, da ist der 7. Tschüss. Das wird verdammt eng. Ich glaube, das ist eine Mission, die werde ich wahrscheinlich nicht schaffen. Oh mein Gott. Hallo, Dreh und Tschüss. Und raus da. Oh. Wo sind die Pilze? Ich brauche Pilze. Verdammte Axt. Baselabklingzeit. Nein, ich hätte das andere nehmen sollen, ich Idiot. Oh nö.
Oh, dann muss ausgerechnet, jetzt muss auch mal den hier. Sprachbehinderung, Nasenjuckern, ne? Ist immer ganz wichtig bei sowas. Da muss die Nase richtig kitzeln. Dass man weiß, was man getan hat. Nee, das wird wohl nichts mehr. Oh Gott, an die komme ich ja gar nicht ran, an die Pilze. Also versuchen wir es nochmal schön nach oben, oder was? Jo, da sind Pilze, da sind Pilze, da sind Pilze. Da sind sie, die Pilze. Eins. Oh, schneller. Was haben wir? Astralkugeln, her damit. 15. 16. 17. 18. Scheiße, ich muss da rein. 19. Ziel erfüllt. Alter Finne. Und ein zweiter Nekrowirbel. Uiuiuiuiuiui. Hab ich ein Glück gehabt, dass ich das überlebt habe. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier irgendwie mal langsam, dass ich hier wirklich an Level-Ups rankommen, sonst haben wir ein Problem. Kann ich den Wirbel noch vergrößern? Erhöhte Zauberschaden, her damit. Lass ihn mehr Damage machen. Mit Glück kriegt er Blitz. Oder Feuer. Auch Säure. Alles, was Schade über Zeit macht, ist ja gut. Oh ja. Das hat schön geknuspert. Also, dass wir sie einfrieren, das rettet uns gerade sowas von dermaßen. So, was kriegen wir? Zauberschaden, 15 Glück. Wir nehmen das Glück mit. Bewusst. Weil jedes Level up kann uns jetzt bessere Sachen geben. Also ein bisschen David gegen Goliath hier gerade, ne? Wir schleppen es denn hier runter. Rennen einmal komplett außen rum. Wir haben ein Level abgekriegt, sehr gut. So, Sonnenimpuls, Zauberschaden, her damit. Da ist Leben. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Sagte er freudestrahlend, da ist Leben. Und was passiert? Rennt fast in die Gegnerhorde. Lass mal. Aua. Das war jetzt wirklich uncool von euch. Schämt ihr euch denn gar nicht? Okay, noch mehr Glück. Versiegel den Spalt. Es meint jetzt aber nicht ernst, ne? Ich mein's ernst. Ich soll hier oben das Ding echt dicht machen. Wie soll ich das denn anstellen, ihr Witzfiguren? Ach, du ahnst es nicht. Oh, dann. Nö, das wird nix. Nette Idee, aber ich bin direkt weg.de. Abklingzeitenreduktion. Das muss auch so gehen. Wo auch immer der Spielsong gerade hin ist. Der hatte wohl mal so kurz auf Malle gebucht oder so. Uiuiui. Hä? Ja, durch die Wand jetzt, oder was? Arm. Ja, so ein paar Erfahrungspunkte muss ich mir wegsnacken. Keine Schnitte, wie soll ich den Spalt alleine versiegeln, Freunde? Wie habt ihr euch das gedacht? Das wird nichts. Nur kipp halt um, danke. Level up. So, Nekrowirbel. Oh, Nekrowirbel. Nekrowirbel, was kriegst du? Blitz, Blitz oder sowas? Blitz. So. Aber jetzt schocken sie die Gegner nochmal ein bisschen. Das verteilt sich auch auf alle Gegner in der Umgebung. Ja, seht ihr? Da. Hey, hey, hey. Na, absolut keine Chance. Kann ich gleich aufgeben. So, ich verzisch mich. Oh, ich wollte gerade sagen, der wollte mir den Weg abschneiden, das hat man gesehen.
Oh, neues Level up. Kritischer Trefferschaden, jo, gib mal her. Falls mal was kritte, tut's dann wirklich so ordentlich weh. Ich meine, ich sehe das kritisch, ja. Oh Gott, ich bin da reingerannt. Wie dumm kann man sein? Aber wir haben bald wieder ein neues Leben, wenn das so weitergeht. Wenn wir lange noch durchhalten, dann kriegen wir noch eins. So, jetzt versuchen wir wieder Erfahrungspunkte zu geiern da drüben. Bis nächste Level ab und dann rennen wir wieder ein Stück zurück. Sonnenimpuls, Zauberschaden. Wir müssen mehr Damage machen, das nützt alles nichts. Ziel fehlgeschlagen, ist klar. Ich meine, die spielen hier gerade so ein bisschen Ping-Pong mit mir. Oh Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott. Aua, aua, aua. Mit. Was haben wir? Hier Rüstung erhöhen. Das ist jetzt ein Witz, oder? Was ist denn nun los? Ja, ich meine, wer damit? Oh ja, oh ja. Komm, wenn einer in die Luft fliegt, ne? Dann platzt eine ganze Ecke weg. Schönes Ding. So, Zauberschaden. Bitte, bitte was Gutes. Bitte was Gutes. Stromschlag. So, Freunde. Jetzt können wir den Spieß hier langsam mal ein bisschen in eine andere Richtung drehen. Dann ist immer noch zu wenig Schaden. Aber... wir schocken sie zumindest schon mal. Ich hänge an der Kante, das ist uncool. Und das bedeutet, automatisch, sie werden verlangsamt, sie kriegen permanenten Damage, weil die Blitze hin und her fliegen dazwischen. Und da ist das, worauf ich die ganze Zeit gegeiert habe. Komm zu, Papi. Jetzt gibt's ein paar Level up. Hoffe ich zumindest. So, Abklingzeiten Reduction. Einmal kurz hier. Ah. So, Grundschadenerhöhung. Ja, Größe natürlich. Und die Dauer können wir auch gleich mit erhöhen. Gibt gleich noch ein paar Level in der. Noch mehr Größe. Abklingzeiten Reduction. Abklingzeiten Reduction. So, jetzt greifen wir schon wesentlich schneller bei denen an. Was kriegen wir jetzt? Ja, bei den Astralkugeln können wir auch nochmal rein. Oh ja, oh ja, geil, geil, geil. Oh. Sind aber auch mies, ne? Jetzt droppt eins nach dem anderen von den Dingern da waren. Haben wir schon Erfahrungspunkte wieder? Oh! So viele? Schlecht? Nicht schlecht. Hier, Nekrowirbel. Die Grundschadenerhöhung. Größe. Ihr seht, die Dinger werden langsam auf eine ganz angenehme Größe gezogen. Und gefühlt, jetzt wird schon mal langsam ein Ticken mehr Damage an den Gegnern. Und jetzt kommt der Boss. Jetzt wird's widerlich. Wie viel hat er? 240k? Er hat 240k. Ich bin mal gespannt, ob ich ihn mit in die Gruppe reinkriege. Dass er sich auf jeden Fall den einen oder anderen noch einfängt. Weil er beschmeißt uns nämlich jetzt erstmal ganz entspannt mit ein paar Sachen. Oh, da muss ich durch. Da muss ich jetzt gerade schnell durch. Hier maximale Gesundheit direkt mal erhöht. Können wir einen halben Hit mehr einstecken. Und Erfahrungspunkte.
Das, oh Gott, das war knapp. Das waren nochmal zwei Level. Nekrowirbelgröße, was kriegen wir? Oh, Schwefelsturm. Schwefelsturm ist gut. Und dann hätte ich ganz gerne nochmal... Zauberschadenerhöhung. Und das Schöne ist, wenn wir den jetzt schön durch die Schwefelstürme ziehen. Oh, wenn es das Ding trifft, dann ist Feierabend. Je mehr er davon abkriegt, desto besser ist es. Hier ist ein Heiler, der muss raus da. Der ist widerlich. Ziehen wir uns mal alle schön im Kreis. Er verliert noch Leben, weil er anscheinend noch vergiftet ist. Oh ja. So gefällt mir das. Level up. Nekrowirbelgröße oder Astralkugelzauberschaden. Wir nehmen die Größe, damit die Dinger riesig werden. Ja, schön auf ihn drauf. Genau, so ist richtig. Gott. Machen wir ihn mal ein bisschen langsamer kurz. So, und weg. Hör mal, mein Treffer kassiert, habe ich gesehen. Oh, warum bleibt das nächste Level an? Rüstungserhöhung. Und nochmal ein paar Level hinzu. Erhöht den Zauberschaden. Sehr schön. Und Grundschadenreduktion. Grundschadenerhöhung, nicht Reduktion. Jetzt rennen wir hier einmal wieder im Kreis. Da gehen wir mal raus. Oh je. Abklingzeiten Reduction, gell? Ah, da wollte ich ran. Danke. Astralkugeln nehmen wir mit. Ja, runter da. Oh, das war knappig. Das war aber sowas von knappig. So, schön wieder hier spazieren gehen. Hallo, ich bin gar nicht da. Bin gleich wieder weg und tschüss. Alter, finde eine Prügelsabbruch-Karte. Zauberschadenerhöhung. Aber, ich meine, wir haben ihn schon fast zur Hälfte runter, ne? Also er hat das 130 von 240. Jetzt snacken wir uns hier wohl gerade im Alleingang weg, wenn wir so weitermachen, wa? Da unten ist noch so eine Kiste. Ich raus da. Dein Glück erhöht sich um 1. Nö, nö. Oh, hier. So, dann kriegt er nochmal ein bisschen. So, da verzwitschern wir uns einmal kurz. Ablenkzeiten-Reduction. Weil der hat nicht mehr viel. So, hier gehen wir mal zickzack durch. Die slowen wir einmal runter. Wir rennen hier einmal wieder im Kreis. Müsste da theoretisch gleich das nächste Level Abweichung kommen. Oh, irgendwas hat uns getroffen. Und was kriegen wir dann? Erfahrungsgewinn um 12% erhöhen. Komm, wir erhöhen den Erfahrungsgewinn nochmal. Laufen wir nochmal hier lang. Danke. Und tschüss. Spazieren wir hier nochmal lang. Und ich hätte ganz gerne ein paar Erfahrungspunkte, ehrlich gesagt, für ein neues Level Up. Müssen wir raus? Da ist das Level Up, sehr schön. Was kriegen wir?
Vielleicht fehlt es mir die Karte damit zu, wenn es so weitergeht. Mmh. Mr. Krebs. So, den friesen wir mal kurz runter. Ihn hier auch und ihn hier auch. Oh, das war knapp. Und gewonnen. Tja, Freunde. Hardcore Solo Run. Und wen kriegen wir? Wir kriegen den Campanelli. Was kann er denn, Hübsches? Was kann Campanelli denn? Weswegen haben wir uns jetzt hier so zum Affen gemacht? Phantomkling. Wisst ihr, was ich vermisse? Es gibt keinen Helden, der diese Aura von oben runterschießen kann. Haben wir nicht. So. Aber noch ein bisschen mehr XP, passt schon. Ja, lieb, ich würde sagen, das war mal ein Solo-Run. So kann man das Ganze dann dementsprechend auch mal auf Hardcore spielen. Und ich würde sagen, versucht das selber. Ja, versucht es selber, tut euch da aus, probiert euch eine Runde rum. Gebt den ganzen Daumen da rum und wir sehen uns im nächsten Run. Bis dahin, in Jahren.